Grüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Beer Factory mit mir in den Fuchsel. So, ich habe gerade das Spiel neu geladen. Ja, ich habe gerade noch was anderes nebenbei noch gemacht, ganz kurz. Und ja, es ist ja aktuell dunkel und das Komische ist aktuell auch gewesen. Da hat jetzt gerade ein Update drauf gemacht. Und der hat hier oben, hat er die Voreinstellung hier da auf Azerti umgestellt, also die Tastatur. Das habe ich jetzt gerade nicht gehen konnte. Komisch. Weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht muss man es halt immer machen, wenn man das Spiel neu startet. Oder es kam jetzt gerade ein Update drauf. Wie gesagt, ich habe es gerade kurz beendet. Dann kam ein 30 Megabyte Update drauf. Ja, die tun ziemlich viel fixen. Also es ist das zweite Update, was heute drauf kam, auf jeden Fall. So. Ich mache noch ganz schnell hier hinten auf. Und dann müssen wir als nächstes einen Arbeiter anheuern, den wir am Computer bekommen. Dann weiß ja, jeder Arbeiter steckt in so einem Computer drin. Guck mal. Ach, guck mal, hier ist eine Uhr. Aber die funktioniert nicht, oder? Die zeigt auch nicht die aktuelle Zeit an, weil bei mir wäre jetzt 16 Uhr. Wir haben auch August 1971. Das ist kein Mustang. So, wir brauchen Mitarbeiter. Derek Johnson, der sieht auch schon so hart aus. 7,5 Dollar die Stunde. Einstellungskosten 50. Warum kosten die eigentlich immer Geld, wenn man die einstellen möchte? Also als ich meine Arbeit angefangen habe, da habe ich nicht erstmal so, keine Ahnung, das Fünffache vom Gehalt bekommen. So, Hallöchen. Mitarbeiter betreuen. Muss ich ein Händchen halten. Du bist spät dran, Junge. Es ist schon 1:30 nachts. Okay, arbeiten, folgen, zur Seite treten, hier warten, im Büro warten. Okay, er sagt rein gar nichts. Ich könnte ihn upgraden. Klar. Bring einen Mitarbeiter auf ein höheres Level. Du kannst warten, bis er von Selbsterfahrung sammelt oder kannst. Also, Glückwunsch, du hast einen Tuning-Teil erhalten. Spoiler 0. Oder einen Kurs kaufen, um es zu beschleunigen. Ich gehe jetzt einfach mal hinterher und schaue, dass er ja nichts klaut. Ich beobachte dich. Du hast es hier auf dieses Paket hier abgesehen. Ich weiß es doch. Ja, okay. Nächster Gehaltscheck. Okay. Aber gut, er bekostet nur 7,5. Wenn ich ihn jetzt nach Hause schicke, dann muss ich dann nochmal 50 zahlen, damit er kommt. So, haben wir vielleicht einen Auftrag, den wir machen könnten? Veredle 15 Säcke mit rohen Malzkorn. Ja, okay, dann lass mal, machen wir das doch mal und dann gucken wir mal, wie er sich so schlägt. Wollen gleich mal eine vernünftige Aufgabe geben. So, einen Einkaufswagen bestellen, schließen. So, Junge, schnapp dir Wagen und dann hängt das Ding mal ab. Weiß nicht, ob er das überhaupt machen kann. Arbeiten. Aktuelle Reinigung, Arbeitsplatz zuweisen. Ja, komm mal mit da. Ja, komm genau hin. Schau genau zu. Hier, da musst du abladen. Das musst du ja abladen. Hier, guck du. Hier, sag Johnny hallo und du abladen. Hier, lad ab. Warum guckt das so? Hier vielleicht? Nee. Hier hin? Wenn es rot ist, beschädigte oder ungültige Verbindung, weil ich im Weg stehe, oder? Abgeschlossene oder gültige Verbindung. Dann hier vorn, mach hier. Oder hier. Der ist überall rot. Wie soll ich denn einen Arbeitsplatz zuweisen? Dann machst du hier wirklich nur Reinigungskraft. Kraft des mir verliehenen Amtes, ernenne ich dich zur Reinigungskraft. Und verleihe dir hiermit den Besen. Schnappen wir und dann tun wir schön putzen. Ja, okay, ich hab schon verstanden. Ich muss alles selber machen. Düt, düt, aus dem Weg. Die hätten wir jetzt so den Svenchen noch dazu machen können, der halt so läuft. So. Düt, düt. Vielleicht kann er erst arbeiten, wenn da ein Sack steht. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich bin doch schon da, Affe. Ich bin doch schon da, muss mich doch nicht hetzen. Ich bin doch schon hinten drauf.
Fahr am besten noch mit mir drauf los. So, zurück. Na, mehr Schwung. So, dann wieder absitzen. So. Jetzt ziehen wir die Palette. Na, Vorsicht. Setz die Palette einfach mal hier. Setz die Palette einfach mal hier hin. So. Du sollst das Ding absetzen. Okay, warte mal, jetzt schicken wir ihn hier gleich mal weiter, weil das, kannst du ja übrigens mal den Motor ausmachen, die Umwelt wird dir danken. Anheben. Kann ich mitfahren? Miesen Drecksäcke, die haben dran gedacht. Die haben dran gedacht, dass man absteigen muss, um die Tür zuzumachen. Clever, die Entwickler. So, ich habe vorher, in der letzten Folge habe ich noch gesehen, man kann hier auch so eine Palette holen. Das ist einfach nur Upgrade. Was die mag, eine Palette hätte ich gern. Besser sogar zwei, aber gut. Was ist? Gib Gas, die ist doch nichts im Weg. Ah, jetzt ist sie weg. Wo wurden die Palette hingeliefert? Achso, da kommt einfach ein neuer LKW. Bringe einen Mitarbeiter auf den höchsten Level. Jo, komm mal mit, du Affe. Arbeiten. Hier, que paso. Hier, kümmere dich drum. Hätte das vielleicht wohl ist jetzt, wenn er... Hier, arbeiten. Arbeiten? Nee, ist ungültig. Wie kann ich denn eine Aufgabe zuweisen? Alles reinigen, das kann ich auch selber. Da hätte ich dich nicht einstellen müssen. Kostet nützt Geld. Weißt du, sitzt die ganze Zeit rum und machst nichts. In 9 Minuten kostet wieder was. So, mach hoch die Klappe. So, jetzt verkrümel dich wieder. So, ich wollte die Palette nämlich nur einfach nur greifen. Ich frage mich echt, wofür man den jetzt eingestellt hat eigentlich. Ja gut, Erfahrungsgewinn und blablabla und Sachen hier halt. Wahrscheinlich muss man Tutorial erstmal weitermachen, damit es überhaupt geht. Aber jetzt mal ernst, wir haben hier doch die Sache soweit gesetzt, dann musst du das eigentlich jetzt machen können, oder nicht? So. So etwas gern. Wir wollen schon vernünftig machen. Näher ran. Trapp mal an. Na okay, es könnte gehen. Weil man das, was er jetzt macht, das kann ich im Grunde auch allein. Ich muss mal wieder einen Kaffee trinken, damit ich das sprinten kann. Tut, tut. Tut, tut, aus dem Weg da hinten. Okay, wenn ich hier schnell anfahre, kann ich schnell die Zeit zum Niesen nutzen. So, ein paar technische Probleme später sind wir jetzt hier. Wir haben die Lieferung soweit abgeschlossen. Na ja, gut, ich habe sie gerade eben verladen. Und, ja. Wie soll ich jetzt sagen? Ich habe, der letzte Stand war gerade, dass ich die... Den kann ich übrigens wieder runterpumpen. F. Nach unten. Nach unten. So, der letzte Stand war nämlich gerade, dass ich hier die Sachen da reingefahren habe. Hab das alles gemahlen und hab's dann wieder rausgefahren. Man kann übrigens mit dem Hubwagen kann man auch direkt die auf den LKW, auf den Pickup Truck verladen. Und ja, als ich da hingefahren bin, da habe ich kurz genießt, habe ich mein Mikrofon dafür ausgemacht gerade. Und aus Gewohnheit eben habe ich halt das Video dann halt, als ich mich wieder entmuten wollten, aus Versehen pausiert. Und das leider erst dann halt später gemerkt, wo ich dann Abendessen ging, aber wir im Grunde genommen haben wir nicht viel verpasst. Das waren jetzt dort, was waren das, 4 Minuten. Wie gesagt, einmal durchmalen und hier jetzt den Auftrag hier abliefern. Ja, das war alles. Ich
glaube, ich habe noch eine Palette dazu geholt. Weiß nicht, Computer benutzen. Ich kann übrigens zwei Computer nutzen. Wichtig, wenn wir schon mal hier sind, tun wir gleich mal einen Kaffee noch machen. Tun wir einfach so, wie wenn nichts passiert wäre. Wie wenn uns jetzt einfach so 18 Punkte und 400 Dollar in den Beutel geflogen wären. So. Was macht denn unser Boppo hier? Jo, was los? Arbeitet doch mal was. Ja, okay, ich denke, es wird Zeit. Ich muss dann wahrscheinlich Sachen kaufen lassen, weil man sieht ja, der macht ja nichts. Ja, versucht ihn ja in Auftrag zu geben. Weiß nicht, wie viel da jetzt noch drin war eigentlich. Ja doch, die Aufgabe habe ich ja versucht und habe ich selber gemacht. Weil Hein blöd, Derek hier nicht in der Lage ist. Zur Seite treten, hier bleiben, im Büro warten. Ich müsste halt Dreck machen. Das Problem ist halt, ich habe halt hier in Ordnung gemacht. Ja, okay. Weise Mitarbeiter, den Einfüllschutz der Getreide. Ach, jetzt kann ich ihn zuweisen. Du warst einfach nur zu dumm dazu. Jetzt verstehe ich es. Okay, ein Einfüllstutzen, das ist nicht das hier. Nein. Das hier. So. Beende den Bau und schalte die Brauerei im Untergrund frei. Brauerei im Untergrund? Meinen die Schwarzbrennen? Schwarzbrennen? Das Spiel geht ja doch deeper als gedacht. Also deeper wegen Untergrund. Naja, okay. 26 Säcke mit rohem Malzkorn veredeln. Ich denke, das kann man doch schon machen. Warum nicht? So, rohen Malzkorn. Malzkorn. Wo war das nochmal? Investor-Gabelstapler. Nee, nicht Investor-Gabelstapler, Mitarbeiter. Wo waren die Sachen zum Kaufen? Bin jetzt doof? Lokale Hersteller hier. Was waren 26? Große Lieferung. So, was kostet eigentlich das Untergrundbau-Dings da? Abfüllen, Brauerei im Untergrund. 1100. Ja, es reicht nicht ganz. So, ich bin schon da. Bin schon da. Irgendwie. Ich bin da. Ich versuche zumindest anzukommen. Jetzt bin ich da. So. Dann mache ich hier mal die Tür auf und fahre hier mal hoch. Du musst die Palette aus dem Fahrzeug nehmen, bevor du mit ihr interagieren kannst. Wird gemacht, Boss. Wir fahren hier die Gabel hoch. Oh, da sind gleich zwei Dinger drauf. KLC. Absenken. Muss man eine Palette von einem Fahrzeug nehmen? Ja, was denkst du, was ich mache? 26, das heißt 24 Sachen. Beutel passen auf eine Palette drauf. Mit Gabelstapel wird es natürlich schneller gehen, weil ich kann mit dem Gabelstapel da hinten ja nicht mal hinfahren. Frage, reicht es jetzt, wenn ich die hier einfach abstelle? Oder sie dann, oder soll ich sie runterfahren? Wir machen einfach einen Test. Ich tue jetzt den 24er trotzdem mal zu ihm runterfahren. Aber den mit den Zweiern, den tue ich einfach mal hier oben hinstellen. Wow, so rum geht's schneller. Ah, Vorsicht. Nein. So, so hinlenken. Ist gar nicht so einfach die Steuerung hier. So, fang an, Bub. Nee, absenken mit Q. So, fang an, Bub. Der fängt jetzt sogar wirklich an. Entschuldigung. Oh Gott. So. Dann holen wir mal den zweiten. Oder die zwei halt eben. Kann ich nicht einfach... Warte mal. C verlassen. Nehme ich mir jetzt den hier einfach mal ganz kurz. Den leihe ich mir mal ganz schnell aus. So, absetzen.
Ah, da kann ich springen. Ah, okay. Ich dachte, es geht vielleicht, dass ich hier den Wagen einfach so schnell austauschen kann. Beziehungsweise schnell raufspringen, die Säcke holen und dann einfach auf die Palette hier drauf. Tu das eigentlich nur befüllen oder tu das auch ausleeren? Ja, das sehen wir gleich. Okay. Nee, so. Das ist die Vorderseite, da lässt es sich schneller fahren. Weiß nicht, ich finde ihn eigentlich ziehend eher angenehmer, wenn ich so ein Teil bediene. Muss ich zwar nicht oft, aber wir haben sowas in der Arbeit. So. Ja, okay, da steht schon drauf. Seht ihr? Hat doch gesagt, dass er drauf steht. So, und rein da. Anheben. Und raus da. So, und abheben. So, dann fahren wir den hier mal runter und den stelle ich jetzt mal an den anderen Punkt hin, wo wir da extra platziert haben. Weil vielleicht nimmt er sich von dort ja auch, kann ja auch sein. Das möchte ich halt gerne ausprobieren. So. Nee, absetzen. Absetzen. Nee, warte, das ist hoch, das ist runter. Jetzt sind wir richtig. So, sag mal maximal verkrümeln hier. So, Kusch, jetzt hau ab. Hör auf die... Ach, guck mal, der holt sie sogar weg. Ach, der ist schon fertig. Wie lange brauche ich denn hier? Ach, wie er läuft. Wie ein großer Junge. So. Okay, wieso kann ich die Palette nicht aufheben? Naja, gut. Dann tun wir hier schnell Korn verfeinern lassen. Es ist blöd, dass ich mir das jedes Mal angucken muss hier. So. Vertrag ID 003. Gepresster Malz exportiert. 0 von 26. Jetzt warten wir einfach mal ganz kurz. Das haben sie ein bisschen doof gemacht hier. Aber ich könnte jetzt einfach eigentlich auch weiter... Ist da jetzt schon wieder los? Ich könnte jetzt eigentlich auch weiter einfach F gedrückt halten. Das wäre doch auch möglich. Okay, es sind jetzt... 8 und 12 sind drauf. Man versteht ja, ich kann doch jetzt einfach hier hingehen, F gedrückt halten, dass er unten ist und mich dann frei umsehen, aber es macht halt eben nicht. Ich muss die ganze Zeit hier stehen bleiben und den Schalter angucken. Hoppa, bildet sich sogar schon Dreck. Zumindest ein bisschen was. So, jetzt warten wir einfach mal, bis er voll ist. Okay, das war's wohl. Wenn sie schon anfangen, hier sich zu stapeln. So, nein, andere Richtung. Kann ich die nicht einfach irgendwie noch draufkloppen? Springen geht ja nicht. Aha. Okay, es war nichts. Yo, Barry, geh mal reinigen. Den nimmst du dir nicht. Böser. Ja, super, so viel zum... Achso, er kann es sogar nicht reinigen. Ist noch keine Einheit voll. So, jetzt vorsichtig anziehen. Keine scharfen Kurven machen, nicht zu stark bremsen, nicht zu viel Gas geben, dann bleibt das Zeug auch drauf. Nicht so stark Gas geben. Vorsicht, nicht so schnell, nicht so schnell. Oh, die Kurve wird aber hart. Oh, das wird eine richtig scharfe Kurve. Oh. Okay, jetzt räumst drauf.
komisch gerade vor, das draufgefahren einfach. Hat so gedacht, so ja, jetzt hast du drauf. Und die Palette ist auch weg. Soll wegen den beiden jetzt. Soll wegen den beiden jetzt extra eine Palette ranschaffen muss. Na? Na gut, da wären wir noch eine Palette über. So, tun wir erstmal die hier verräumen. Also 24 sind schon. Sag mal. Bleibt einfach so in der Luft stehen. Schwerkraft wurde weggesetzt. Kannst du mal weggehen hier? Oder willst du den Leuten auch was sagen? Hm? Mietz. Dann leg dich halt hier jetzt. Gut. Oh, der ist schon da. Das ging schnell. So, tun wir den ganz schnell hier mal. Hilfe, da klebt was auf mir drauf. Moment. So. Nein, oh Gott. Okay, ganz kurz, ganz schnell. Einmal kurz absetzen. So, und jetzt hat rein da. Neun Stück, neun Stück. Neun Stück, neun Stück, neun Stück. Und jetzt drück mal R. Guck mal ein bisschen hoch, dass es angehoben wird. Ja, du könnt halten. Ich glaube, der mag einfach keine. Ah, guck mal, man kann die auch so einsammeln. Ich glaube, man kann einfach keine leere Palette rumfahren. So. Jetzt die mit. So, Tschüssikotski. Geschuldete Arbeitszeit. Man muss sie noch zahlen oder was? Ja, guck mal. Geschuldete Arbeitszeit. Tut er gerade auf Pump arbeiten oder wie oder was oder wo? Vorher bereits eingestellt. Zahlen. Jetzt ist er glücklich. Sieht nur sein Lächeln an. Okay, also wir haben 600 Kröten bekommen. Und 37 Punkte hier. Hooray! Neuer Vertragsplatz freigeschalten. Okay, nächster Vertrag kommt in 24 Sekunden rein. Ja gut, theoretisch könnte man uns jetzt schon das nächste Upgrade holen. Ich muss gerade rechnen. Sind wir jetzt ungefähr bei 22 Minuten. Ach komm, was soll's. Untergrundbrauerei freigeschalten. Förderband M, neuer brandneuer baubarer Gegenstand. Kaufe und platziere einen Brautank. Oh, die haben wir hinten sogar weitergemacht. Oh, hier ist ja wirklich Untergrund. Hallo, hallo, oh, hallo. Oh. Aha. Der unterirdische Keller hier. Jetzt nochmal eine Kaffeemaschine. So, also wenn jetzt irgendwann die Sirenen losgehen, wir sind gewappnet. Jetzt baue und platziere einen Brautank. Muss ich den da unten platzieren? Oder? Ich meine, ich kann es da auch hier irgendwo hin platzieren oder nicht? Oder? Hier kann man nichts aufmachen. Ja gut, hier müsste mal ein LKW herfahren vielleicht rückwärts. Ob man das hier auch noch freikaufen kann und das hier. Wir können ja mal kurz beim Fenster reingucken. Sieht düster aus. Ah, ich rieche dann DLC. Nee, ich habe keine Ahnung. Hier ist auch ein Wassertank. 100 von 100 Liter von 1000 Liter. Kaufe und platziere einen Brautank.
Was ich mit dem hier machen, oder? Oh, ich habe den Werkzeugkasten gar nicht dabei. Wird wahrscheinlich zurückgelegt, wenn man neu laden tut. So, mal sehen. Ein Brautank kostet 500. Ja, okay, dann sind wir raus. Müssen auch noch ein bisschen Missionen machen. So, was haben wir denn hier? Lieferung, Vertrag. 25 Säcke rohen Malzkorn und 27 Säcke rohen Malzkorn. Okay, warte mal. 25 und 27 machen im Grunde genommen 52. Haben wir so viel Kohle überhaupt? Nee, wir hätten nicht einmal genug für einen Auftrag eigentlich streng genommen. Stimmt, wir haben für gar keinen. Stimmt, kann man gar nicht machen, die Mission. Bei 25 kosten ja schon 250. Das ist immer knapp daneben. Kriege ich ein bisschen Geld von dir zurück? Kannst du mal einen Fünfer leihen? Was wir jetzt in einen Auftrag fertig kriegen? Kriegst du auch wieder. Mit Provision. Ich bezahle dich nicht, wenn. Du bist ein Spielverderber, weißt du? Dafür habe ich dich ja ausbilden lassen. Dafür habe ich dich reinigen lassen. Okay, okay. Kann ich irgendwie was... Ja gut, wahrscheinlich muss ich jetzt einfach nur warten, bis der Vertrag ausläuft, oder? Mal sehen, Verträge. Zurückweisen, zurückweisen. Jetzt muss ich halt 5 Minuten oder 30 Sekunden warten. Na, warten wir einfach mal ganz kurz. Okay, 2 Aufträge abgewiesen und schon haben wir 15 rohen Malzkorn hier. Das sieht doch schon besser aus. Oh, Moment. Ich muss hier nur ein bisschen verringern. So. Ronny, es gibt was zu tun. Komm hier, komm mit. Der heißt auch jedes Mal anders. So. Hier, Barry, arbeite. So, dann brauchen wir den hier wieder unten. Pumpen wir den wieder runter soweit. Nee, 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 so rum. So, so, dass die Zacken vorne sind. So, aussteigen, Tür öffnen, hochfahren. So, und rein da. Und hochziehen und wegziehen und ziehen und noch mehr ziehen. So eine Dreckstufe hier immer. So, jetzt runter damit. Nein, andere Richtung. Fährt der jetzt schon? Der fährt jetzt schon. Da hat es wohl heute ein bisschen eilig. So. Das läuft. Jetzt wird hier was gemacht hier. Jetzt wird das schöne Malz verfeinert. Bernd, ich komme. Ich bin schon da. Okay, Andreas, ich kann's loslegen. Da müssen wir mal langsam mal eine Namensliste raussuchen. Wie, dass ich ihn zweimal aus Versehen denselben Namen gebe. Was wäre ich dann für ein Chef, wenn ich ihm einen festen Namen gebe? Okay. So, fahren wir den hier schon mal rein. Der wird eh noch nichts reißen können. Los, Charlie, schneller! Drück mal aufs Gas hier. Grüner wird's nichts. So, wir wollen doch Geld machen. Meiste, hier guck mal, so geht das. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Da hier und schon sind wir fertig. Kannst du noch einen neuen Job umsuchen in der Zeit. Mensch, Rüdiger, guck doch mal, wie es stopft hier. Was hast du davon, wenn du so schnell drauf tust?
Weißt du, immer frisieren musst, was? Immer muss er hetzen, der Junge. Du kommst schon nach Hause. Feierabend ist bald. Eieieiei, die jungen Leute. Haben es immer eilig. So. So, der gepresste Malz kommt raus. Einmal, zweimal, dann gut drei. Vier. Fünf. Kannst du mal einen Ziegelstein und ein Seil holen? Ich möchte nicht die ganze Zeit daneben stehen bleiben. Wahrscheinlich kann man das noch upgraden, sogar in Automatisierung etc. und Dinger. Und es kostet halt, keine Ahnung, 1000 Dollar halt. Ist ja eben blöd, weil ich hier nicht mal weggehen kann. Ich glaube, das habe ich noch erzählt, wo ich da das Problem hier erleben war. Weil wenn ich hier jetzt F... Das hätte ich ein bisschen machen können eigentlich. Wenn ich jetzt hier so F hindrücke, dann würde ich halt F gedrückt, dass ich mich dann frei umsehen kann. Das hätten es wenigstens so machen können. So, Franzl, mach mal hier sauber. Immer reinigen. Mal schießt, der Dreckert. So, warte mal, das tragen wir jetzt hinterher. Ich glaube, mit Reinigen tut er nur aufwischen. Da, schau her! Sixten! Ich lasse die beiden mal allein. Sie haben sich gerade frisch kennengelernt. Da will man nicht stören. Man kennt's ja. So, kauf und platziere einen Bautank. Ich glaube, 500 Kröten waren drin gewesen im Auftrag. Aber gut, ich möchte nicht nochmal denselben Fehler machen wie eben. Wobei, eigentlich hätten wir auch einen Investor eigentlich holen können, der uns ein bisschen Geld leiht. Aber gut, Geld leihen und Geld behalten, das sind halt eben zwei so Dinge halt. Reinigungskraft, was? Der Müllsack ist immer noch da. Warum fahre ich nicht einfach so rum? Da geht doch schneller. Weil ich immer noch der festen Überzeugung bin, dass es andersrum eigentlich schneller geht, wenn man ziehen tut. So, ist drauf. So, ich könnte wieder einen Kaffee vertragen. Lass mal einen kurz durch. Wer was? Francis ist da. Hast noch den Müllsack? Ich muss mir deine Chantal hier kurz ausleihen. So, sehen wir uns wieder. Hi Moon. Hi Moon von Saloon. Oh, er ist stärker geworden. Viel stärker. Da hilft nur die vereinte Macht des Müllbeutels. Er hat Ninja-Techniken drauf. Er kann jetzt überall auftauchen. Zum Beispiel da hinten. Oh nein, er will Ricky hauen. Nein! Okay, okay, I got it. So, Spoiler 1. Hoffentlich, hau jetzt mal ab da. Wir sollten uns eigentlich so einen Sack aufheben. Wäre gar nicht schlecht, wenn ich den das machen würde. Hier hast du zurück. So, ein Sack fehlt noch. Oh, der ist runtergeplumpst. Das hat man davon, wenn man Praktikanten arbeiten lässt. So. Das Problem ist, es kostet jetzt wieder eine Palette. Weil direkt in... Wobei, kannst du mal probieren, was passiert, wenn ich jetzt direkt ins Auto reinhau. Aber bis jetzt hat es nur auf Palette genommen. So. Na komm schon. Na komm schon. Okay. Gepresstes Malz exportiert. Hier, bitteschön. Hier, bitteschön. Hier, bitteschön. Hier! Okay, also nimmst du nur Paletten halt einfach. Oder fährt jetzt gleich los.
Okay, das heißt, ich muss mir noch eine Palette nachbestellen. Zeit ist eh schon wieder eine gute Sache. Ich bringe jetzt noch schnell den Beutel weg. Tu noch schnell abkassieren. Ah, nicht schlecht. Sag mal. So. Kurz R drücken, dann kurz vorfahren, rein da, fertig. Hätte sie auch auf den Schoß legen können. So, und tun wir noch schnell abkassieren. Da könnte man auch den hier auch gleich machen. Und ich mache den auch schnell ganz allein. Aber wie gesagt, die Folge ist eigentlich schon vorbei. Ich glaube, ich mache den hier mal ganz allein hier. Das war jetzt ganz schnell allein, damit wir in der nächsten Folge ein bisschen was bauen können. So, 29 waren es. Und ich hätte gerne noch eine Palette. Oder mal zwei. Lieber zu viel als zu wenig. Waren die Paletten jetzt dabei? Keine Ahnung. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Beer Factory wieder. Würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet, wenn ihr schnell Zeit für ein Like und einen Kommentar hättet. Und wenn euch der Inhalt allgemein gefallen hat, natürlich würde ich mich auch über ein Abo freuen, wenn ihr wollt. Das ist natürlich eure Entscheidung, ihr müsst es nicht machen. Aber es hilft halt eben den Creator, so eine Kleinigkeit erleben. Ist ja nicht schwer. Okay. Genug geredet. Ich schicke euch jetzt nach Hause. Also, oh Moment, wenn ich schon bei nach Hause schicken bin. Naja, wobei. Der bleibt noch da, der muss nur bezahlt werden, der gute Mann. Feuern. Ich spiele mit den Gedanken. Okay. Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.